Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Mario Kart Wii Online. Heute mal wieder sogar mit einer Challenge. Und zwar... Ah, okay, der Charakter-Change funktioniert wirklich. Okay, erstmal danke für den Tipp, wie das funktioniert. Oh, ich muss mich beeilen. Ach komm. Eigentlich wollte ich den Anfang... Oder? Ach komm, ey, wie viel Glück kann man da haben? Ich wollte sagen, die heutige Challenge ist eine Turtle-Challenge. Das heißt, alles, was mit Schildkröte zu tun hat, darf ich machen. Die Streckenauswahl, was mit Schildkröte zu tun hat. Und... Naja, ich darf nur mit Schildkröten fahren. Und Schildkröten-Items einsetzen. Die anderen Items darf ich nicht einsetzen. Wird lustig, wenn ich zum ersten Mal noch mit Controller spiele. Mit Classic Controller zum ersten Mal. Das kann was werden. Ah, okay, so springt man. So, au. Und erstmal schon mal komplett zerstört, danke dafür. Also, die Regeln sind halt wie gesagt nur Schildkröten-Items und Schildkrötenfahrer. Danke erstmal noch an Luna. Ich wollte eigentlich ihre Challenge davor ein bisschen früher nehmen, aber... Ah, okay, erstmal eine Strafe. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, fängt jetzt schon gut an. Fängt jetzt schon sehr gut an. Ach komm. No Item Challenge auf Wish bestellt. No Item Challenge auf Wish bestellt. Ach komm, jetzt muss ich die ganze Zeit ohne Items spielen oder was? Wie gesagt, nur Red Shell, Green und Blue sind als Item erlaubt. Andere Items sind leider tabu. Und wie 5 Sekunden Strafe dafür. Und ich darf nur Charakter nehmen, die Schildkröten sind. Das heißt Koper, Knochentrocken, also Knochen Bowser und Bowser halt. Also die 5 Charakter darf ich mindestens verwenden. Und ich darf keine Items einsetzen, die keine schildkrötenartigen Items sind. Oh, wird wieder lustig ohne. Komm, kann einer mal Blitz einsetzen? Ja, du bist einfach nur lost, wenn du keine Items einsetzt. Ja, bringt mir halt leider viel, wenn ich auch keine anderen Items einsetzen kann. Komm, was krieg ich? Oh, komm. Ey, was erwarte ich denn auf den letzten? Auf den letzten kriegst du dann nur OP-Items. Oh Mann. Was mache ich da wieder für eine Challenge? Aber der Raum ist irgendwie nicht so krank. Obwohl da ein paar 9000er dabei sind. Komm, mindestens einen Platz möchte ich gut machen. Mann. Und das erste Mal mit Classic Controller sogar. Ja, man merkt schon, wie ich fahre. Aber ich weiß immer, wie man hupft. Komm, den Platz will ich. Wow! Ja, wird sowieso, glaube ich, nichts. Mann, warum? Aber immerhin nicht. Ja, danke. Hab ich jetzt gebraucht. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie man einen Charakter-Change macht. Ja, das wird lustig. Hauptsache nicht letzter. Ja, bester Name auf den ersten. Trotz dass da verdammte 9000er Leute sind, ey, waren die irgendwie nicht so krass. Egal, wir sehen uns gleich noch bei der Streckenauswahl. Okay. Nicht, dass ich da was fake oder so. Na, aber das sieht gut aus. Nur Osterfestungen. Alter, ich hätte einen Schock, wenn das jetzt kommt. Bloß keine Mondblickstraße. Leider habe ich vergessen, den Charakter-Change einzusetzen, aber egal. Ist trotzdem mit dem Charakter schwierig zu machen. Weil mit leichten wirst du schön rumgerumpelt. Auf zum nächsten Desaster. Komm, gib mir mal Blue Shell sofort. Nö, oder noch besser, kein Item. Es kann witzig werden. Und
Ach komm, das ist der. Ah, ich darf einen sein, es ist nur das erste Mal. Es ist sogar sowas. Ach, hab ich ein Glück. Wird auch wahrscheinlich mein einziges Item sein, was ich einsetzen darf. Ach komm, was für ein Glück habe ich da gehabt, was ich da jetzt bekommen habe. Endlich mal darf ich auch mal Items einsetzen, ne? Komm her. Ach, könnt mich mal. Come on. Danke. Und jetzt nochmal drei Reds oder drei Greens oder eine Blue. Ach komm. Und wieder ein Item, was ich nicht einsetzen kann. Ich sag's doch. Das ist doch ein Desaster. Jetzt habe ich dafür keine Items fürs Erste. Oh Mann. Ach, wie viel Pech kann man haben? Wie viel Pech? Jetzt krieg ich den. Ja, safe letzter. Wait. Was machen die Letzten da hinten? Lol. Was haben die denn Glitch oder was? Oder trollen die sich gerade gegenseitig? Ich ahne schon was. Ich glaube, die trollen sich gerade. Void! Ich bin live dabei. Oh, das ist der 6000er. Oh Gott, ey. Der trollt mal ein bisschen. Ja, sauber. Erstmal Report. Nee, Spaß. Solange er mich dir mal nicht stört. Lass mich einfach. Bin sowieso zu schlecht. Wenn man keine Items einsetzen kann, beziehungsweise nur Schildkröten-Items. Warum bist du denn ver. Ja, und ich troll mich erstmal selber danke dafür. Aber Scepter. Aber auch nur dank dem Mistroll da drüben. Auch wenn ich die Hilfe gar nicht haben will. Ah, ohne Item bist du einfach immer. Bist du einfach vollkommen lost. Ja, genauso werde ich dann nach der Aufnahme auch sein. Aber hey, es werden glaube ich noch zwei, drei Rennen. Die erst vor mir gönnen sich mal ein bisschen was. Ja, vor mir ganz nach Tausender. Voll der Pro und bis auf die hinter mir. Egal, wir sehen uns bei der Streckenauswahl. So, und wieder. Und wieder. Ach komm, bitte nicht. Ey, alles außer diese Strecke. Ich hasse sie abartig. Ach komm, und wenn Challenge ist, das richtig böse. Alles außer diese Strecke. Oh Gott. Tja, eigentlich wollte ich, dass mal solche Strecken kommen, die eigentlich für die Challenge geplant sind, aber ja, ich krieg erstmal nix. Danke dafür. Ah. Ach, komm. Ja. Ah, da suche ich mal die Items los, aber was bringt's mir, wenn ich eh letzter bin und kein einziges Stück und eine bekomme? Ah. Ja, mach lieber Blatt. Ach. Trollen die sich schon wieder? Nö. Schade. Ach komm. Wieso? Ich hasse solche Challenge. Ich habe wahrscheinlich noch eine weitere Challenge geplant. Aber wahrscheinlich erst. Ach komm, übernächste. Wenn ihr zufällig Vorschläge noch für eine weitere Challenge habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Weil das ist die letzte Challenge von den Zuschauern. Weil sonst hat es bis dahin keine weitere mehr gegeben. Und wenn ihr mitmachen wollt, könnt mich gerne adden. Und dann werde ich vielleicht die Leute grüßen, die da mitmachen werden. Vielleicht auch die Plus, wo ihre krassen Skills zeigen wollen. Ach komm. No Item Challenge auf Wish bestellt. Vielleicht nenne ich das sogar so. No Item Challenge auf. Ich hasse diese Strecke. Ey, damals mochte ich sie sogar. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht war ich auch damals besser. Und jetzt bin ich einfach so ein richtiger Toast. Ein richtig nasser Toast. Ach komm. Und da kommen noch zwei, drei Rennen. Beziehungsweise wahrscheinlich nur noch zwei. Ich bin zwar dankbar, dass Blitz kommt, aber es bringt zwar nicht auf den 10. immer keine solchen Items einsetzen kann.
Ach komm, warum tut man mir das an? Warum? Diese Challenge ist doch Mist. Besonders wenn du keine Items bekommst. Ach komm, der letzte überholt mich jetzt auch schon. Das ist sehr gut. Danke dafür. Oh, oder doch nicht letzter. Come on. Wenigstens nicht letzter. Ja, er wollte nicht lenken. Danke dafür. Oh, und ich wäre sogar letzter gewesen. Erstmal 50. Von der Form gehe ich erstmal 9 Punkte. GG. Danke dafür. Ah, Pechvogel. Warum bist du Dritter? Du hast kein Pech. Sonst müsstest du genauso hinten stehen wie ich. Egal, bis gleich. Okay, zwar vergessen, die Streckenauswahl aufzunehmen, aber ich wollte allgemein N64 Bowser Festung nehmen. Was mache ich denn? Okay, zum Glück machen alle Leute das. Na, das wird wieder nix. Ha, ich hasse diese Challenge mehr als die No-Item-Challenge. Obwohl das eine abgeschwächte Version davon ist. Oh, ich darf Item einsetzen. Englisch. Ach, 10. Ja, und dann sowas. Danke dafür. Ja, und jetzt habe ich wieder Items, wo ich nicht einsetzen kann. Sehr gut. Ich bin immer froh, dass ich mal in einer den zum Einsetzen spielen darf. Das ist einfach nur dumm, Alter. Ja, das zählt nicht, weil ich habe das Item nie mal richtig eingesetzt. Das heißt, es hat mir keinen Vorteil gebracht. Ja, ach komm. Das ist auf jeden Fall schlimm, die Challenge. Oh, Mann. Warum können die Leute immer Pech haben? Aber was wundert mich, das ist ja voll die Pro-Lobby. Okay, bis auf 3 Spieler. Ist der Rest irgendwie eine Pro-Liga? Sogar der wohl letztes hat mich überholt. Ah, einfach nur broken, wenn man keine Items einsetzen kann, wenn man ganz weit hinten ist. Wenn man vorne ist, ist es jetzt nicht so schwierig, aber wenn man hinten ist, dann ist es blöd. Ach Mann. Gib mir noch einen Joker. Hat der eine vor mir kein Item? Ja, ich verkack's erstmal, danke. Boah, ich hätte. Ja, aber Hauptsache nicht komplett letzter. Komplett. Wird überhaupt mal ein guter. Ach, der hinter mir gönnt sich erstmal 4. Oh, das war sogar 9000. 8000 der letzte ist. Wir können sie erstmal 4 Punkte auf dem vorletzten. Danke dafür. Wird eh das letzte Rennen, also bis gleich. Irgendwie finde ich es witzig, dass sich bei zufällig immer gleich die Strecken nehmen, die Strecken nehmen wollte, die ich nehmen wollte. Irgendwie witzig. Aber wird eh das letzte Rennen? Und ich habe den Charakter-Change schon wieder versäumt. Eigentlich wollte ich noch am Ende Bowser nehmen. Na egal, Hauptsache ich habe die Charakter genommen, wo ich einen nehmen sollte. Das ist die Hauptsache. Na, bei 4 kann ich eigentlich die höhere Chance haben, dass ich irgendwelche Items einsetzen kann. Neues Hass-Item gefunden. 3 Pilze. Die dir nichts bringen, wenn du sie nicht einsetzen darfst. Ja, danke. Das ist nicht die Bananen-Challenge, auch wenn es lustig wäre. Ja, das wird auf jeden Fall nix. Außer ich komme, schmuggel mich irgendwie auf den dritten und da kommt direkt Blitz oder Power. Ja, das wäre schon ziemlich gut. Wieso nennt sich einer Pechvogel, wenn er eigentlich gar kein Pech hat? So weit vorne, wie der immer ist? Macht Sinn. Ja, Vierter mit 3 Pilzen, die ich nicht einsetzen kann. Sehr geil. Go, 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 go. Juhu, ich habe keine Items mehr. Und jetzt gib mir bitte 3 rote. Oder 3 grüne. Oder eine blaue. Oder ein paar, den ich nicht einsetzen kann. Ach man, kann ich nicht auch einmal wenigstens ein Item bekommen, was ich einsetzen darf? Ja, das wird nichts mehr. Ein Item des Marscher. Ja. Komm.
Und was krieg ich diesmal? Bullet auf dem 5 und ich kann nicht einsetzen. Ihr könnt mich malen. Ich hasse euch. Ich hasse dieses Spiel. Ja, aber ich spiele irgendwie nur noch Mario Kart, wenn ich aufnehme. Normal spiele ich irgendwie kaum noch. Ja, liegt wahrscheinlich daran, weil die Leute, mit denen ich halt gerne spiele, kaum online sind. Ach komm, danke dafür. Ja, ich habe einen mittleren Charakter und trotzdem hat's. Ja, ich muss mich mit dem. Na, es wird eh nichts mehr. Auf dem letzten krieg ich garantiert nichts Geiles. Ich glaube, das war's auf jeden Fall mit dem Part dann. Ach, weißt du was? Mir egal jetzt, ich habe sowieso die Chainwork. Ich habe sowieso nicht mehr ich habe sowieso schon verloren, also von daher. Ich habe sowieso schon verloren, also von daher. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr nochmal Challenge-Vorschläge habt, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht werde ich sie beim nächsten Mal machen. Na dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!